Die Turing-Maschine wird unser Modell sein, um Dinge zu berechnen. Und um Dinge zu berechnen, brauchen wir überhaupt erstmal eine Formulierung dessen, was es heißt, berechenbar zu sein. Ja, und wir nennen etwas, eine Funktion, berechenbar mit Hilfe einer Turing-Maschine oder ich habe es hier TM berechenbar genannt. Wir haben hier irgendwie wieder ein Alphabet und wir wollen jetzt möchten gerne eine Funktion, eine m-stellige Funktion berechnen, ja, also sagen wir die m-Eingaben umfasst, und zwar Eingaben aus meinem Alphabet oder Eingaben von Wörtern über meinem Alphabet. Und die soll uns n Ergebnisse liefern. Ja, und wir nennen das so. Wir nennen eine Funktion entsprechend Turing-Maschinen berechenbar. Ja, falls es eine Turing-Maschine gibt, die das Folgende tut, ja, die bekommt m-Eingaben, also Eingabe w1 bis wm. Ja, und die liefert, und wenn die Funktion sozusagen f von w1 bis wm abbildet auf u1 bis un, ja, dass die Turing-Maschine die Startkonfiguration, also bei einer mehrstelligen Eingabe, sieht die Startkonfiguration einfach so aus, dass ich einfach diese M-Wörter hintereinander schreibe, jeweils durch einen Blank getrennt. Das ist sozusagen, wie ich M-Eingaben verarbeite. Ja, und wenn es eine Turing-Maschine gibt, die diese Eingabe, diese Startkonfiguration überführt, einmal in den Haltezustand und dann einfach diese N-Werte hier, N-Worte, einfach aufs Band schreibt, jeweils durch einen Blank getrennt. Also wenn es eine Maschine gibt, die genau dieses tut, dann nennen wir diese Funktion Turing-Maschinen berechenbar. Ja, und wenn die Funktion für eine bestimmte Eingabe nicht definiert ist, ja, W1 bis Wm, da ist der Funktionswert undefiniert, was macht die Turing-Maschine dann? Naja, sie wird auch gestartet auf diese Eingabe, aber sie bleibt halt hängen oder hält halt einfach nicht an. Das nennt man Turing-Maschinen berechenbar.